So, guten Morgen zusammen. Ich habe schon ewig kein Video mehr hochgeladen auf dem Kanal, sicher schon 2 oder 3 Jahre her. Einige von euch folgen mir ja vielleicht auf Instagram oder Facebook. Die Links habe ich mal unten in die Beschreibung reingepackt. Da seht ihr so, was ich so die letzten Jahre getrieben habe. Ich bin natürlich immer noch dran am Freeletics, mittlerweile fast 4 Jahre. Im Juni 2013 habe ich damals gestartet mit Bodyweight. Seit dem Freeletics Gym Launch habe ich das Ergänzen dann noch zusätzlich gemacht und ich habe mich auch mal eine Weile an CrossFit versucht. Und Ende des Jahres will ich dann letzten Endes auch wirklich in eine CrossFit-Box eintreten, hat bei uns in der Nähe endlich mal was Gutes aufgemacht, wo man nicht direkt mal 1 Stunde fahren muss. Im Dezember 2015 habe ich mich leider verletzt. Eine Sportverletzung hatte ich da durch Basketball und wurde letzten Endes dann im Mai 2016, also letztes Jahr, operiert. Auch fast ein Jahr her jetzt, ja, genau ein Jahr her. Meniskusteilabriss im rechten Knie. Und da konnte ich natürlich dann 9 Monate nicht wirklich irgendwas machen. Mittlerweile geht es aber wieder bergauf mit dem Knie. Und bei Freeletics allgemein hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Freeletics Gym ist rausgekommen, Freeletics Running ist rausgekommen, Freeletics Nutrition wurde veröffentlicht. Also da hat sich wirklich einiges getan. Die Intervals in der Bodyweight App wurden kürzlich freigeschaltet. Seit letzter Woche gibt es diese Technik-Exercises. Und mich würde jetzt einfach mal so interessieren, wie ist es euch so in den letzten Jahren ergangen? Macht ihr noch Freeletics? Falls ja, was findet ihr denn gut an Freeletics? Was würdet ihr denn gerne verbessern? Oder was würdet ihr euch wünschen? Also ich zum Beispiel würde mir wünschen einen einheitlichen Feed. Ja, also über alle Apps hinweg, damit man auch sieht, wer hat Bodyweight trainiert, wer hat Gym trainiert, wer hat Running trainiert. Und was ich auch noch wichtig finden würde, wäre ein Coach über alle 3 Apps hinweg. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel festlegen könnte, ich will zweimal Bodyweight trainieren, ich will einmal Gym trainieren und einmal Running trainieren. Und dann wird mir dieser Plan erstellt. Momentan habe ich ja zwar die Möglichkeit, alle 3 Apps zu nutzen, aber die Coaches sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, ich habe immer eine relativ hohe Belastung und dann kann man das natürlich nicht alles in einer Woche schaffen oder machen. Genau, was wollte ich noch so wissen von euch? Genau, habt ihr überhaupt schon mal Freeletics ausprobiert? Ich habe ja noch einige Abonnenten hier auf dem Channel. Die werden sicherlich schon mal dran versucht haben. Da würde mich wirklich mal interessieren, was macht ihr mittlerweile? Macht ihr andere Sportarten? Falls ja, welche? Warum habt ihr vielleicht gewechselt? Oder warum macht ihr auch immer noch Freeletics? Würde mich freuen, wenn ich da ein paar Kommentare bekommen würde von euch. Ich will den Kanal einfach wieder so ein bisschen aufleben lassen. Es wird natürlich auch wieder Trainingsvideos und andere Dinge geben. Ich habe gedacht, ich starte jetzt einfach mal hier am frühen Morgen aus dem Bett rausgekrabbelt, kurz Wasser in die Haare gemacht, kurz was gefrühstückt. Trainingsklamotten habe ich an, das heißt, es geht gleich raus. Wir haben jetzt kurz vor 9, um 10 Uhr ist Training angesagt draußen, schönes Wetter. Genau, wie gesagt, ich will den Kanal ein bisschen aufleben lassen, würde mich auf Kommentare, neue Abos und so weiter freuen. Interagiert da ein bisschen mit mir, dann wird es da immer mal wieder ein Vlog geben. Gehe ich auf eure Fragen ein. Und wenn es was Spannendes zu erzählen oder zu berichten gibt, Freeletics-Events oder ähnliches, dann werde ich das natürlich hier dann auch tun und veröffentlichen. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes, verlängertes Wochenende, wer morgen frei hat. Bis dann, ciao, ciao.